Ja, ich glaube, vom Spielverlauf her muss man dann sagen, dass der Punkt dann doch, ja, dass der Punkt okay ist. Ich glaube, wir haben es die ersten 50 Minuten bis zum Gegentor haben wir es ein bisschen verschlafen. Ja, sind schlecht aus der Pause auch wieder rausgekommen. Glotte hatte direkt nach der Pause gleich drei Abschlüsse. Davon ist dann einer drin. Ich glaube, ab da mit dem Zeitpunkt des Gegentors haben wir dann wieder mehr Druck gemacht, haben das Spiel besser in den Griff bekommen, hatten dann auch mehr Torchancen. Glaube ich, machen dann ja auch ein gut rausgespieltes Tor. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück kann man dann noch 2-1 gewinnen. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das Ergebnis dann so stehen lassen. Müsst ihr euch halt heute vorhalten lassen, dass ihr vielleicht den Turbo zu spät gezündet habt? Ja, sicher. Also, wie gesagt, die erste Halbzeit, glaube ich, haben wir, ja, kann man so sagen, komplett verschlafen. Lotte hat es immer wieder gut gemacht, hat immer wieder sehr gut vorne reingespielt, hatte auch immer wieder Torchancen. Klar, wir hatten auch unsere Abschlüsse. Kann vielleicht auch mal einer durchrutschen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in der ersten Halbzeit ja, ein bisschen zu lässig verteidigt haben und ein bisschen zu wenig Druck nach vorne gemacht haben.